Shalom Aleichem, meine lieben Freunde. Ich weiß, dass es Mode ist, dass Influencer vor der Kamera den Zuschauern vorlügen, dass es ja ein Thema gibt, wo sie oft gefragt wurden und es ja nur deswegen machen. Hey, warst du wieder KHK nach Penisverlängerung? Jetzt, da ich wieder gelernt habe zu lesen, gibt es öfters Kommentare, die sich darüber beschweren, dass die vorgeschlagenen Autos immer so alt sind, so viel runter haben oder so teuer im Unterhalt sind. Fairer Punkt, der mir eigentlich egal ist, aber wieso nicht mal was machen, worauf manche wirklich Bock haben? Zumindest in der Theorie. Die Praxis würde dann so aussehen, dass die Leute dieses Video hier ansehen und dem Befehl folgen. Ihr wollt neuere Autos, wenig Unterhalt und neueste Technik? Möglichst wenig dafür ausgeben? Dann macht das, was jeder Rollstuhlfahrer in seiner Freizeit macht. Einfach sitzen, Bruder. Wer sich gefreut hat, darf dem Video jetzt einen Daumen nach oben geben und den Kanal abonnieren, weil alles andere Quatsch ist. Statt ein Auto, worin ihr Bonität vorgaukeln könnt, gibt es ein Auto, womit man euch niemals damit in Verbindung bringen wird. Ein Auto, wo alte Frauen ein Teufelslogo aufkleben und somit das Thema Hartz IV Tuning durchgespielt haben. Eine Mazda 2. Wie komme ich überhaupt auf diese verkiffte Idee? Naja, ich habe mal das gemacht, was jeder machen würde, der diesen Kanal nicht abonniert hat und daher ein tristes Leben führt. Ich habe Google gefragt, was ich mir holen soll, wenn ich ein begrenztes Budget habe. Wem bei Liebesromanen einer abgeht, der ist bei so einer Herangehensweise also genau richtig. Jedenfalls ist das ein Japaner und ergo sehr solide, weil Japaner gerne Autos bauen, die auch halten sollen. Wer wenig von sich hält und plant, einen pinken Zickeraufkleber aufs Auto zu kleben, ist hier bestens aufgehoben. Das Auto ist so spektakulär wie man selbst. Es fährt, macht wenig Probleme und ist für unter 5000 Euro locker erhältlich mit wenig Kilometern. Das Modell wurde von 2007 bis 2014 gebaut und ist optimal, um in der Stadt damit im Stau zu stehen, weil es hier keine Automatik gibt für das Geld. Im Grunde ist es sogar egal, welche Motorisierung man nimmt, aber tendenziell würde ich hier eher zu einem Benziner greifen. Da das Auto bei Einführung 12.000 Euro neu gekostet hat, darf man kein Premium erwarten. Die Vorderachse des Fahrzeuges kann für etwas Probleme sorgen. Das liegt aber eher an den Verschleißteilen, die irgendwann eh gemacht werden müssen und eh nicht besonders teuer sind. Wer plötzlich an die Unabhängigkeit der Frau beim Rechnungseingang glaubt, wird hier glücklich. Der Honda Jazz ist auch ein Kleinwagen aus Japan, der ebenfalls sehr solide ist und aussieht, als würde er gerne ein Opel sein. Was kein Kompliment ist. Vermehrt tritt dieses Fahrzeug auf mit einem Schaltgetriebe. Es gibt ihn zwar auch als halbautomatisiertes Getriebe, aber das ist ein Honda und kein Benz. Erstbesitzer geizen gerne, weshalb eher ein Schalter in Frage kommen wird. Ein Auto mit Automatikgetriebe ist gefühlt mehr wert als ein Auto ohne. Die zweite Generation heißt GE und war ab 2008 erhältlich. Kriegen tut man die schon ab 3000 Euro mit recht geringem Kilometerstand. Saugmotor mit wenig Hubraum ist der feuchte Traum eines jeden Menschen, der wenig verbrauchen möchte. Das Wichtigste ist der regelmäßige Ölwechsel und andere Verschleißteile, weil mehr vermutlich hier nicht anfallen wird. Wenn der Besitzer auf die Frage nach irgendwelchen Servicebelägen mit einem leeren Blick antwortet und sich in der Zeit nackt auszieht, wo man blinkt, um vorm Penny zu tanzen, dann ist das gezielte Täuschung. Hierbei ist Vorsicht geboten. Honda-Fahrer tun immer nur so oft bescheiden, sind aber die ersten in der Warteschlange für den Swingerclub. Ihr könnt derjenige sein, der im Modellnamen das Vokal austauscht durch ein I und dann heimlich zu kichern. In Amerika wird dieser Honda als Fit vermarktet. In Europa fragen wir uns, was diese Form mit Fit zu tun hat, aber beim Betrachten der Menschen drüben wird uns Europennern schnell klar, wieso das Wort Fit so missbraucht wird. Es passt auch relativ viel rein. So kann man neben Bierkästen wunderbar Hund, Kinder, Schwiegermutter oder sonstige Haustiere reintun. Ein Auto, was eure professionelle Familienobdachlosigkeit untermauert, ist allerdings der Dacia Logi. Man kriegt zwar bis zu 7 Sitzplätze optional rein, allerdings sollte man das nur machen, wenn man plant, den Lebensversicherungsglitch zu benutzen oder man ist freiberuflicher Klempner. 3 von 5 Sternen beim Crashtest ist zwar für rumänische Verhältnisse, wo das Fahrzeug gebaut wird, enorm gut, weil ihre Kutschen keine Airbags haben, aber bei uns würde das gerade so reichen, um querschnittsgelähmt zu sein. Ist zwar am Ende auch nicht so schlimm, wenn man nicht gerade einen Traumberuf hat als Essenslieferant, DHL-Bote oder Stripper. Der Nachfolger des Logi hat sogar einen Stern bekommen beim Crashtest, was das Äquivalent ist von einem gelben Zettel auf Arbeit. Der Logi ging 2012 bei unter 10.000 Euro los und kostet nach knapp 10 Jahren und 100.000 Kilometern nur noch die Hälfte. Dacia-Fahrer haben wahrscheinlich ein paar auf den Kopf bekommen durch die fehlenden Kopf-Airbags, aber was soll man schon machen? Sie sind nicht die einzigen Kahlköpfe, die ihre Pillen aktuell nicht mehr nehmen und für Unmut in der Gesellschaft sorgen. Eine vierstellige Summe für ein Auto zu bezahlen ist unschlagbar, ganz im Gegensatz zu den Frauen der Dacia-Fahrern oder den Frauen im Boxen bei den Olympischen Spielen. So zumindest die Theorie, die im Internet herumgeistert, wo ein Typ einfach eine goldene Medaille bekommen hat fürs Frauenboxen. Leider musste ich einem Dacia-Fahrer die Hand schütteln und er war der Meinung, dass sein Dacia viel besser ist als ein weißer Mercedes CL500.
Monat mit AMG-Paket, weil er, Zitat, weniger verbraucht. Das bezweifle ich allerdings, weil die optimale Reisegeschwindigkeit natürlich 160 km/h ist und der Dacia bei dieser Geschwindigkeit bestimmt genauso viel verbraucht wie der Mercedes mit 5,5 Liter V8 und fast 400 PS, wenn nicht sogar mehr. Aber mit Zurückgebliebenen diskutiert man eben nicht, man ist nur gemein zu ihnen, damit sie einen in Ruhe lassen. Dacias sind keine Innovationswunder und besitzen pure Steinzeittechnik. Das Gute ist nicht der günstige Unterhalt, sondern der Fakt, dass sehr viele Bierkästen reinpassen. Dacia-Fahrer sind eben gerne Profi-Alkoholiker. Sprösslinge von Goethe fahren VW Polo, weil sie ein CH ans Ende rankleben und auf ihrer Nummernschildhalterung stehen haben, eure Armut kotzt mich an. Dementsprechend fährt ein Polo-Fahrer auch so. Den Boomer-Humor brauchen sie auch, weil es ansonsten nichts Spannendes über den Volkswagen Polo zu erzählen gibt. Mit einem Polo 6R, der natürlich die fünfte Generation darstellt, hat man die gleichen Maße wie bei einem Golf 2. Somit ist der Polo besser als ein Golf, gilt dennoch als Kleinwagen. Wenn ich schon so weit gesunken wäre und mir ein Polo holen muss, dann würde ich einen Diesel nehmen, weil hier nur der EA189 reinkam und einen Zahnriemen besitzt. Benziner haben gerne eine Steuerkette verbaut bekommen und längern sich sehr früh, weshalb die nicht zu empfehlen sind. Um es für den letzten Kernbehindi zu erklären, geht einfach auf Wikipedia und guckt bei der Rubrik Ottomotoren, welche Motorisierung einen Zahnriemen besitzt. Das ist zwar beim Wechsel davon etwas teuer, aber dafür kann man nachts ohne PTSD-Attacken schlafen. Auch hier kriegt man was Brauchbares für um die 4000 Euro. Auch wenn es günstige Angebote gibt mit sehr wenig Kilometern, sollte man sich hier nicht von täuschen lassen, da wie gesagt die Steuerkette eigentlich bei allen Motoren Probleme machen wird. Teilweise gab es sogar öfters Probleme mit der Steuerkette vor 100.000 Kilometern. Ein Problem mit der Steuerkette bedeutet, dass der Motorschaden nicht lange auf sich warten lässt. Der Polo ist technisch gesehen nichts anderes als ein Audi A1. Der Frontbereich erinnert stark an einen Golf und die Nachrüstmöglichkeiten sind auch vorhanden, so dass man seinen Drang nach Aufmerksamkeit befriedigt. Doch für die normalen Menschen sei gesagt, dass er günstig im Unterhalt ist und wenig verbraucht. Erst recht als Diesel. Wenn eure geheime Lieblingsstil-Ikone Drachenlord ist, dann muss der Toyota Prius der zweiten Generation ran. Der Prius hat die Hybridtechnik quasi auf die Karte gebracht und es geschafft, das Ganze so cool klingen zu lassen, wie das Auto auch aussieht. Toyota baut die zuverlässigsten Autos, die man so kaufen kann. Daher sieht man sie auch immer öfters als Taxi herumfahren. Ein Prius ist wie diese hessische Sidequest namens Chantal aus dem Berliner Randbezirk. Man kann alles machen und sie lässt einen nie im Stich, trotz diverser Sprachfehler. Der Prius rostet nur minimal, das ist aber an sich nicht schlimm, weil er es einem dankt, indem er 4 Liter verbraucht und mehrere hunderttausend Kilometer wegsteckt, als wäre es nichts. Im Gegensatz zum Mösometer der eben erwähnten Dorfmatratze. Gut aussehen tut er schon mal nicht, aber Schlaghosen und Vans tun es auch nicht. Das Stevie Wonder Design muss man schon wirklich komplett ignorieren. Bis heute ist der Prius eines der umweltfreundlichsten Fahrzeuge, die es zu kaufen gibt. Bei den Japanern weiß man, dass die Fahrzeuge wenigstens das tun, wofür sie gebaut sind, zu funktionieren. Anders als die deutsche Konkurrenz aus den frühen Stadien hat man hier recht wenig Probleme mit dem Antrieb. Da sich einzureden, die Welt zu retten, viel Geld kostet, ist es dementsprechend teuer, die Batterien zu erneuern. Eine komplett neue kann fast 2000 Euro kosten inklusive Einbau. Es ist aber auch möglich, diese regeneriert zu holen für deutlich weniger. Viel Geld, aber dafür hält sie dann auch wieder 10 bis 15 Jahre lang. Schaut also drauf, dass bereits eine neue gekommen ist oder kalkuliert das mit ein. Für 5000 kriegt ihr definitiv was Gescheites, wo alles stimmen sollte. Bis auf die Optik. Immerhin stimmt ja der Charakter, weil das ja das Wichtigste ist und der Grund ist, wieso so viele von uns vergeben sind, nicht? Der Kilometerstand sollte hier eine weniger übergeordnete Rolle spielen. Mit einem Ford Focus MK3 seht ihr aus wie ein Privatdetektiv, der in der Stadt nach einem beschnittenen Menschen sucht. Die dritte Generation wurde von 2010 bis 2018 gebaut und ist relativ jung, je nachdem wen man fragt. Beim damaligen Neupreis fragte man sich kopfkratzend, wie Ford das hinbekommt und die Antwort ist recht ernüchternd. Das Fahrzeug wurde unter anderem in Mexiko, Argentinien, Russland und den US&A hergestellt. Das ist nichts, womit man sich brüsten sollte. Daher gibt es auch kaufbare Modelle für um die 3.500 Euro. Das Family-Paket war damals eine recht beliebte Ausstattungsvariante, da hier eine Kindersicherung mit an Bord war, damit die Freundin vom Golffahrerfreund nicht wegrennen kann. Vom 1.0 EcoBoost sollte man die Pfoten lassen, weil der Dreizylinder-Turbo nicht mit Zuverlässigkeit und Leistung glänzt. Lieber einen Vierzylinder mit Saugrohreinspritzung nehmen, der hält etwas länger. Das Automatikgetriebe ist sehr selten in dem Preisrahmen zu finden und gilt auch als anfälliger. Menschen, die so ein Fahrzeug fahren, achten auch mehr darauf, möglichst viel zu sparen, was bedeutet, dass sie E-Einschalter bevorzugen werden. Das ist besonders praktisch, wenn man im Stau sitzt. Mein persönlicher Favorit in der NPC-Folge heute ist der Skoda Octavia 2 als Facelift. Es gibt zwar viel mehr Benziner als Diesel, allerdings ist das nicht zu empfehlen, da die meisten sich trennen wollen, weil er Dreck ist. Auch hier haben wieder die TSI-Motoren Schuld, da die primär ab dem Facelift verbaut wurden.
Diese glänzen mit einer sich längenden Steuerkette und Motorschäden. Daher greift man zum 1.6 Diesel. Ein Octavia kann das gleiche wie seine Inzest-Geschwister Passat und A4, nur in besser. Er ist günstiger in der Anschaffung, weil etwas andere Materialien verwendet wurden, aber Skoda hat irgendwie einen bestimmten Charme. Gut möglich, dass man Ostblock-Latino-Sensorik verrückt spielt, weil jeder zweite Dorf hier in Polen einen besitzt, aber für 5 Mille ist das ein ideales Fahrzeug. Es sieht in Ordnung aus und ist zuverlässig. Gewissen Komfort bietet es auch. Niemand wird daran vermuten, dass ihr einen Patreon-Account beworben habt, wo ihr bei eurem 3-Abonnenten-Jahresziel eure Nudes liegt und Papa der Erste war, der abonniert hat. Zum Schluss sei gesagt, dass diese Autos primär Kurzstreckenfahrzeuge sind und Verkokung, also eine Verdreckung der Motorinnereien sowie Turboversagen, falls vorhanden, an der Tagesordnung stehen. Wieso auch immer wollen Leute sparen und greifen daher zu den heutigen Gurken, statt wie ein normaler Psychopath 1.000 bis 2.000 Euro raufzulegen und sich ein ehemaliges, teures Fahrzeug zu holen mit einem fragwürdigen Tachostand. Kommentiert, in welchem Auto eure gefärbten Haare am besten aussehen und liked das Video. Tschüss!